und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute endlich eine Karte basteln, die ich schon ganz lange versprochen habe. Und zwar ist es wieder eine Karte, die was Besonderes kann. Und zwar, wenn sie denn Lust hat, ja, sie kann kullern. Und ihr seht schon, das ist also eine wirkliche Männerkarte, weil es soll hier ein Sägeblatt darstellen. Ich bin irgendwie zu schüchtern, das kullert nicht richtig. Also es kullert schon, aber man muss das halt richtig halten. So. Es soll ein Sägeblatt darstellen und ja, die Karte habe ich für einen guten Freund gemacht, der total begabt ist in allem, was Holz betrifft. Und ja, wir machen die jetzt ein bisschen anders. Das sind ja auch mit alten Produkten, weil die Karte ist wirklich schon ganz schön alt. Und wir machen die mit neuen Sachen und ein bisschen anders. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Als Material habe ich hier einmal Farbkarton in Granit in dem Maß 21 x 14 cm, gefalzt bei 10,5 cm. Ein Stück Wildleder in dem Maß 13,5 x 10 cm. Ein Stück Jade in 13 x 9,5 cm. Und das ist so eine Silberfolie, die haben wir auch im Programm. Und mit der fangen wir gleich an. Ich benutze jetzt hier gleich mal die Stanze Sonne und stanze mir da ein Sägeblatt aus. Für jeden, der diese Stanze nicht hat, gibt es jetzt noch einen kleinen Tipp. Und den habe ich auch hier angewendet, weil da gab es die Stanze nämlich noch gar nicht. Wenn ihr eine Wellenkreisstanze habt und euch einen Wellenkreis ausstanzt, dann könnt ihr euch das auch so einschneiden. Und zwar habe ich das dann immer so ein bisschen schräg angeschnitten hier. Und mir da so einen Zacken rausgeschnitten. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und wenn man das überall macht, schaut das irgendwann so aus. Also falls ihr keine Sonnenstanze habt, sondern eben den Wellenkreis, dann könnt ihr das auch verwenden. Okay. Und dann klebe ich mir jetzt einfach mal meine Mattung, also mein Wildleder, auf meinen Farbkarton in Granit. Und vorher knicke ich mir den mal richtig um, falls mir den noch schön nach. So. Und ich klebe mir das jetzt einfach auf mit Flüssigkleber. Wo habe ich ihn denn? Hier. Hoffentlich ist da noch was drin. So. Braucht immer gar nicht viel. Und dann kommt er jetzt auf meine Vorderseite drauf. Und dann nehme ich mir mein Stück Jade und die Stanze klassisches Etikett. Und ich mache mir jetzt da mal sicherheitshalber eine Linie hin, wo ich es haben möchte. Und zwar gucke ich jetzt mal, naja, es ist doch relativ groß. Ich möchte jetzt ungefähr sozusagen die Mitte von meiner Sonne, also 5,5 ist die Sonne hoch. Also auf jeden Fall 6 cm von unten möchte ich, dass sie es halt so rollt auf diesem Bereich. Und deswegen mache ich es bei 3 cm. Oder mach mal bei 2,5 cm. Also ich lege es bei 6 cm hier unten an. Mach dann bei 2,5. Ich gebe euch gleich ein richtiges Maß. Kleinen Moment. Also von oben bei 6 cm. Sehr einfach. Mache ich mir jetzt einfach einen Strich, wo ich das laufen lassen möchte, dieses Sägeblatt. Und das muss jetzt in der Mitte von meiner Stanze liegen. Und ich möchte auch nicht zu weit hier rüber gehen. Das heißt, es braucht gar nicht so weit raus. Also es ist gar nicht so viel große Kullerfläche da. Machen wir mal hier. Und gehen noch ein Stückchen weiter rüber. Vielleicht messe ich mir das auch aus, dass das schön aussieht. Das sind 2,3 cm vom Rand weg. Und das mache ich mir jetzt hier auch mal schnell. Also bis zu diesem äußeren Punkt möchte ich jetzt ausstanzen. Das ist eine ganz leichte Kante drin, die schneide ich mir nochmal weg. Das
wir dann nachher fürs Kullern keinen Stopper haben, sozusagen. Okay, und jetzt wird gestempelt. Ich stempel mir hier jetzt mein Motiv mal drauf. Und ich möchte es mit einem kleinen Dankeschön machen. Das ist aus dem Stempelset Herbstanfang, ein kleines Dankeschön. Und das möchte ich so in den Hintergrund an der Seite hinstempeln. So, und als Hintergrund habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme das Payful Backgrounds und nehme mir diese gemalten Striche und Pinsel. Und dann habe ich noch ein ganz altes ein älteres Stempelset, das ist der Hammer. Also es ist wirklich der Hammer. Hammer heißt es und ich möchte gerne diese Schraubenköpfe auch noch an den Rand stempeln. Die nehme ich mir auch noch raus. Das ist natürlich ein sehr passendes Stempelset, aber ich wollte jetzt nicht so viel davon verwenden, weil es jetzt leider nicht mehr so gibt. Okay, dann mache ich mir als Farbe Jade in den Hintergrund. Und ich möchte diese Punkte da unten nicht mit drauf haben. Die passen jetzt irgendwie nicht so gut dazu, finde ich. Und deswegen nehme ich mir einfach ein Feuchttuch und mache mir die weg, bevor ich das Ganze aufstempel. So. Und ich möchte auch nur den zweiten Stempelabdruck haben. Und dem hier mache ich das hier so sachte drüber. Einfach nur so ein bisschen in den Hintergrund. Und stempel mir das eben vorher schon mal so mindestens einmal schön ab. So. Also es soll einfach nur so ein bisschen was auf der Karte drauf sein. Nur ganz leicht. So ein bisschen mehr Dimension bekommt das Ganze dann. Und mit Wildleder stempel ich mir jetzt den Spruch drauf. Ein kleines Dankeschön. Also ich mache den jetzt relativ weit oben, weil ich ja möchte, dass man den lesen kann, auch wenn unten das Sägeblatt hin und her fetzt sozusagen. Und dann nehme ich noch diese kleine Schraube und mache mir die hier in die Ecken. So, jetzt nehme ich mir diese kleinen süße Pünktchen Basic-Klammern. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob die noch im Sortiment sind. Also ihr könnt einfach so Briefklammern nehmen. Und da mache ich mir jetzt eine genau in die Mitte von meinem Sägeblatt. Ich habe mir jetzt hier die Mitte angezeichnet. Das ist der Punkt hier, also bei 2,75 ungefähr. Und piekse mir jetzt da einmal so durch. Und ich versuche das jetzt ein bisschen zu vergrößern. Damit hier die Klammer durchpasst. So geht das eigentlich ganz gut. Dann kann ich mir auf die Rückseite die Klammer einmal umbiegen. Und jetzt stanze ich mir einfach nochmal aus Granit die Sonne aus, dass ich das auf die Rückseite kleben kann mit Flüssigkleber, damit es einen schönen Abschluss hat hinten und nicht irgendwie sich verhakt oder so. Genau. Also, unser Sägeblatt ist auch soweit. Dann können wir jetzt mit dem Mechanismus starten. Und dafür klebe ich mir jetzt auf die Rückseite diese Schaumstoffklebepads. Wie heißen die genau? Schaumstoffklebestreifen. Und die mache ich mir jetzt ungefähr so lang, wie die Karte ist. Klebe ich mir da einfach ein paar hinten auf mein Jadepapier auf. Bisschen muss man aufpassen, dass man nicht zu nah an unseren Schlitz hinkommt, sonst kullert es nachher nicht so schön. Nehmen wir hier noch ein. Ja. Und dann machen wir an der Seite noch einen hin oder zwei, je nachdem. Das Gute ist, die Schaumstoffstreifen sind echt super, weil die eine coole Höhe haben. Die sind also perfekt für Schüttelkarten oder eben auch für die Cola-Karten geeignet. Und dann nehme ich mir Kohle. Money, money, money. Wo ist das Geld?
Ich habe es schon wieder verschusselt. Auf dem Basteltisch schaut es ein bisschen unordentlich aus, muss ich sagen. Ich nehme mir einfach 2 Cent-Stücke, zweimal, und ein Dimensional. Und jetzt schneide ich mir das Dimensional ein bisschen rund, also die Ecken weg. Und klebe mir das einfach auf eins meiner beiden Centstücke, 2 Centstücke auf. Ziehe mir diese Folie hinten dran ab und lege mir das in meine Kullerbahn. So dazwischen rein. So sollte das nicht sein. So. Genau. Hier so rein. Und klebe mir dann meine anderen 2 Cent auf die Rückseite. Und jetzt probieren wir das mal. Also fährt hier ganz gut in der Gegend umeinander. Ja, passt. Und dann können wir uns schon mal diese Folie abziehen und das Ganze auf unsere Karte kleben. Und dann nehme ich mir noch ein Dimensional, klebe mir das vorne auf das 2-Cent-Stück und klebe mir hier meine Säge auf. So, mein Sägeblatt. So, und jetzt sind wir schon fertig und testen es jetzt mal aus und die kullert richtig super. Also ist voll die coole Kullerkarte. Man muss das ein bisschen rausfinden, wie das am besten kullert. Aber am besten ist, wenn man es so gerade hält. Also ich möchte es euch immer so ein bisschen schräg halten, damit ihr das seht in der Kamera, aber wenn ihr die dann verschenkt und derjenige sich das so hält, dann ist das einfach perfekt. Kullert super, macht richtig Spaß zum Zuschauen. Was ich vergessen habe, ist, dass ich mir meine Bleistiftränder wegradiere. Aber das kann man ja zum Glück immer noch machen. So. Okay, und dann ist unsere Karte schon fertig. Irgendwie ist die noch ein bisschen nackig und ich würde da gerne noch ein bisschen was hinmachen. Aber bei Männern ist es ja immer schwierig. Also ich glaube, als Frau hat man da immer das Gefühl, da muss noch was hin. Ich will das jetzt mal ausprobieren, wie das ausschaut. Wenn man da noch ein paar so blaue Perlchen hinmacht. Ich glaube, das geht gerade noch, oder? Also ein bisschen was muss schon noch hin. Aber so sieht es, glaube ich, ganz cool aus. Und man kann es immer noch einem Mann schenken. Ja, also das ist meine Kullerkarte. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr seht, ich kann gar nicht mehr aufhören, weil es so schön kullert. Es macht richtig Spaß. Ich zeige euch auch nochmal meine erste Karte. Ja, die muss ich auch ein bisschen schief halten. So, seht ihr, die kullert auch richtig cool. Hat noch ein bisschen mehr Sägeblattcharakter, finde ich. Aber mit der Sonnenschanze ist es natürlich viel einfacher. Und klappt auch wunderbar. Ist auch ein bisschen anders von der Farbgebung. Also ihr könnt da gucken, was euch besser gefällt. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Drückt dafür einfach diese Glocke und dann kriegt ihr immer eine Meldung. Genau. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Kullerkarte, beim Kullern und vor allem beim Verschenken für eure Männer, die werden Augen machen, weil es echt eine coole Sache ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!